Versuch 1140, molekulare Anziehungskräfte bei Endmaßen. Unsere beiden Endmaße sind Stahlblöcke, die zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüflingen gedacht sind. Durch ihre hohe Oberflächengüte lassen sie sich an den Enden zu verschiedenen Längen zusammensetzen, indem sie durch die Adhäsionskraft zusammengehalten werden. Dieses Zusammensetzen nennt man auch Anspringen. Die beiden Maße können in diesem Zustand senkrecht gehalten werden, ohne auseinanderzufallen. Tatsächlich sollten Stahlendmaße sogar immer wieder voneinander getrennt werden, da sie zum Kaltverschweißen neigen.